Was wir uns jetzt aber noch interessieren. Z-Max ist ein Heuchler und belügt uns weiter. Okay? Wir gehen da jetzt rein. Hallo, bevor man. Okay, Lost Max. Ah, lol, versteht ihr, dass sie weggelassen und hat da Lost hingeschrieben? Das ist jetzt quasi sein Name mit verloren im Titel. Mein Vortrag über den besten Jäger beginnt, lockere ich die Oh, Stimmung mit einem geil, kleinen Witz auf. Was trinken Chefs? Alter. Okay, was trinken Chefs? Keine Ahnung. Leitungswasser. Ich sollte mich Ja. dringend löschen. Sag mal, kennt ihr noch diesen charmanten Bursche hier? Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Ich muss einfach aus diesem Fehler lernen. Das ist Simex, als er sich entschuldigt hat, weil er dieses Corona-Fake-Video hochgeladen hat und jeder ihn kritisierte. By the way, klingt er halt immer so, als würde er gleich weinen. Deshalb ändere einfach dein Thumbnail und setz die Träne bitte unter die Nase. Anschließend hat er dann gesagt, dass er etwas ändern möchte auf seinem Kanal, was ich auch mega gut finde. Und er meinte dann das hier. Ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich lösche meinen Kanal, gebe auf und lasse euch meine Community im Stich. Oder ich werde verdammt nochmal endlich meiner Der Vorbild. trägt einfach einen Louis Vuitton-Pullover, der 800 € kostet. Ne? Nur mal, dass wir ungefähr Bescheid wissen. Können aber auch Fakes sein, weiß ich nicht, aber. Funktion gerecht und statt mit Fake-Videos meiner Persönlichkeit punkten. Na, dann schauen wir uns mal an, ob er sich seit diesem Video verbessert hat oder ob er teilweise noch schlechter geworden ist, beziehungsweise gleichbleibend scheiße geworden ist und er uns dementsprechend dreist angelogen hat. Also, Mann, da bin ich jetzt auch komplett gespannt. Aber Alpha Kevin, quatsch mir jetzt keine Frikadelle ans Knie und leg jetzt. Hast du eigentlich immer noch die 80.000 Abonnenten oder hast du die wieder verloren? Digga, er hält sich einfach bei 80.000. Digga, es ist auch einfach ein Auf und Auf, wie bei Hunter Curls, die man falsch macht. Digga, heftig, ey. Digga, plus 100 heute auch einfach. Die nimmt da mit, Alter. Wie kann man jemanden so krass pushen? Ich verstehe das nicht, Alter. Alpha Kevin einfach wieder relevant gemacht. So, weißt du, einfach so gekommen, Digga. Weißt du, einfach in den Raum gegangen. Ich meinte so, yo, Bruder, das ist Alpha Kevin, ihr feiert den jetzt wieder. Und dann meinten alle so, yo, okay, Digga, Kuchen TV. Kein Ding, Digga, machen wir. Und dann. Mal los mit den Fakten hier. Okay. Wird gemacht. Simex hat seit seiner wirklich authentischen Entschuldigung vieles hochgeladen, muss man schon mal sagen. Und ich kann euch schon mal beruhigen, er hat sich leider nicht verbessert, sondern seine Videos sind zu 90% kompletter Puh, da Abfall bin ich ja und auch glücklich, ey. Fake. Die restlichen 10% lasse ich einfach mal so stehen. Einfach Kevin, der neue PewDiePie. Ja, ich weiß nicht, was da aber PewDiePie ist der alleine, weiß man nicht, passiert Alter. ist. Aber sag mal, wie kommst denn du jetzt darauf? Schauen wir uns doch einfach mal das zweite Video nach seiner krassen Entschuldigung an. Das Video hieß hierbei die schlimmste Zeit meines Lebens. Real Talk mit Renegade Raider in Fortnite. Also erstmal kann ich dir sagen, Simex, es ist äußerst traurig, in einem traurigen Real Talk Video nach Likes zu betteln und dann auch noch Renegade Raider in den Titel zu packen, damit es mehr Klicks bekommt. Ich dachte, es geht hier um dich, um deine Personality, wie du das so schön sagst. Zum Zweiten muss man aber auch einfach sagen, dass er so fucking lost ist, dass er auf seinem Video nicht mal die 20.000 Likes erreicht hat. Bei 20.000 Likes Daily Uploads. Ups, verdammt. Und somit eigentlich nicht daily uploaden sollte, so wie er es am Anfang gemeint hat. Macht er aber trotzdem. Also warum fragst du eigentlich nach Likes, wenn das eh nicht eingehalten wird? Wenn man sich aber hier mal... Ja, wenn ich YouTube wäre, no joke, ich würde so einen Z-Max dann halt einfach sperren. Also ich würde ihn das Video sperren, wegen falscher Tatsachen einfach. Ne? Er sagt, ja, jo, bei 20.000 Likes gibt's Daily Uploads. Macht er aber trotzdem, damit ist eine Lüge in dem Video. Weg damit, Digga. Ich würde gerne mal einen Tag bei YouTube das Strike-System machen, Alter. Ich würde so viele Leute wegbannen, einfach. Wenn man generell seinen Kanal anschaut, dann sieht man, dass fast in jedem Titel irgendwie ein Renegade Raider Skin vorhanden ist oder irgendwelche OG-Skins und sogar seine eigene Community fuckt das einfach ab. By the way, wollten wir uns doch nochmal an diese Worte hier erinnern, oder? Willst du weiterhin so auf YouTube bestehen bleiben? Irgendwann mal hast du da keine Lust mehr drauf. Wie lange willst du jeden Tag noch diese Fake-Videos machen? Und ist mir jetzt sowas von egal, wie viele von euch das belächeln oder schlecht reden werden. Für mich war es einfach irgendwo ein Zeichen von Gott, dass das jetzt passiert ist und dass das ich war ein Zeichen von Gott, aufhören soll, mich im Internet zu ver... Das sind einfach Menschen so. Ja, ich selber habe für mich entschieden, Videos zu machen, was Kacke war, was ich alleine aufgenommen, geschnitten und hochgeladen habe. Das war einfach ein Zeichen von Gott, Digga, ganz klar. Anders kann man das auch gar nicht interpretieren, Mann. Gott wollte das einfach so. Verstellen, nur damit ich mehr Geld oder mehr Aufrufe generiere. Okay, schauen wir uns mal schnell seinen Kanal seit diesem Video an. Seit er nämlich seinen angeblich neuen und besseren Content machen wollte, hat sich rein gar nichts geändert. Teilweise ist es noch schlechter geworden und er macht weiterhin noch Stream-Snipe-Videos, macht gefakte Videos und die ganze Zeit möchte er eigentlich nur Geld bekommen. Mehr ist es leider nicht. Hä, Alpha Kevin, hast du zugehört? Er meinte doch selber, dass er nichts mehr wegen dem Geld macht. Gucken wir uns dazu einfach sein Fortnite-Bitte-Video an. Dort wurden einfach klassische 10 Werbeanzeigen innerhalb von 13 Minuten eingeblendet. Und wenn man jetzt noch die Anfangswerbung mit dazu zählt, sind das einfach 11 Werbungen. Simex, willst du mich eigentlich verarschen? Aber vielleicht ist er gar nicht geldgeil, sondern Manuel Neuer. Ich sollte mich wirklich löschen gehen. Glückwunsch, dass du es aber jetzt schon geschafft hast, hier voll reinzuscheißen. Aber das war doch jetzt nicht alles, oder? Nein, wir erinnern... Scheiße, Digga.
Man muss ja einfach mal sagen, Alpha Kevin hat gerade voll die nice Themen, ne? Ich hätte auch, warum bin ich nicht drauf gekommen, noch ein Video über Z-Max zu machen? Weil ich irgendwie keinen Bock habe, mich mit solchen Leuten zu beschäftigen, Mann. Das kommt ja sogar bei ihm gut an, ne? Denke ich mal, Kai. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Genauso auch dieses Knuspertoast-Video, Digga. Warum bin ich da auch nicht drauf gekommen? Einfach mal Knuspertoast roasten dafür, dass der irgendwie 8 Jahre keine Videos hochgeladen hat, obwohl er da seit 10 Monaten Geld für bekommt. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich Alpha Kevin loswerde, ne? Da kriegst du irgendwie hin, dass das Video gestrikt wird. Dann könnte ich eins machen, quasi im Sinne von, ja, ich wollte das hier nur nochmal erwähnen, weil das andere Video wurde gestrikt. Ah, ich frag mal Z-Max. Wir erinnern uns einfach mal daran, dass er damals schon einen Jungen gestreamsniped hat, der das dann später veröffentlicht hat, dass das Ganze nur gestellt war. Das Ganze hat nämlich der Junge auf seinem YouTube-Kanal noch veröffentlicht und hat sich nochmal korrigiert, dass das, was er gemacht hat, eher nicht so geil war. Und komischerweise hat ja der Junge so oder so nach diesem Streamsnipe Z-Max angerufen. Und wie komisch ist das bitte, dass irgendjemand, der gerade von Z-Max gestreamsniped wird, die Handynummer von ihm hat? Ey, sag mal, wie offensichtlich kannst du das bitte faken? Ja, und als es dann halt extrem viel Kritik aufgrund dieses Video gab, hat sich der Junge halt auch geäußert dazu. Mitgemacht im Video, zwar ein Streamsnap-Video, und da haben wir auch vorher abgesprochen, was ich machen soll. Okay, also alles war abgesprochen und somit ein Fake. Aber wie geht es denn jetzt eigentlich noch weiter bei Z-Max? Wie auch schon mein Kollege Dude mit Maske in seinem Video erläutert hat, gab es auch nach seinem Entschuldigungsvideo ein Streamsnap-Video. Und das möchten wir uns jetzt gleich mal anschauen. Aber das war sein Streamsnap, egal, ich ruf den jetzt an. Ich rufe den vor ganzen Leuten an. Wartet jetzt, ich rufe den jetzt an. Aha, wie realistisch ist es denn jetzt bitte, dass schon wieder derjenige, der gestreamsniped wurde, die Nummer von Z-Max hat? Hä? Jetzt mal ehrlich, ja, Zufall. Wie dumm hältst du uns eigentlich? Ah, Digga, Z-Max gibt seine Nummer einfach an jeden raus, muss man wissen. Woher mache ich auch? Jeder hier im Chat kann meine Nummer haben, wenn er Bock hat. Ich bitte. Ich meine, die ganze Zeit macht er solche Videos, weil es extrem viele Abos, Klicks und natürlich auch Geld einbringt. Und dann erzählt er uns wirklich noch das hier. Dass das jetzt passiert ist und dass ich endlich aufhören soll, mich im Internet zu verstellen, nur damit ich mehr Geld oder mehr Aufrufe generiere. Glückwunsch, du hast gerade den Award für dumme Menschen bekommen. Sag mal, war's das jetzt? Bester Award. Das Ding jetzt echt schon doof als Z-Max-Fan? Warte ab, wir schauen uns nämlich jetzt einfach mal an, wie er mit einem 9-jährigen Random-Duos zockt. Weißt du nicht mehr? Hallo! Ja, der ist bestimmt 9. Woher soll ich dich kennen? Wer bist du? Hä, wir waren doch mal im Video, weißt du nicht mehr? Welches Video? Ja, wie schlecht kann man so einen Stimmverzerrer einsetzen? Das ist ja peinlich, Mann. Weißt du, du musst dir mal überlegen, das haben sogar die ganzen Minecraft-Griefer-Kanäle besser hinbekommen als Z-Max, Mann. Wo du mir geholfen hast, wo ich gemobbt wurde. Ich habe schon vielen No-Skins geholfen. Wow, du bist echt so ein gnädiger Held, dass du so einem Typen, so einen armen Menschen hilfst. Aber jetzt mal Real Talk, wie realistisch ist es bitte, dass du in einer Random-Runde irgendeinen Zuschauer triffst, der schon Hilfe von dir erhalten hat, damit du wieder wie der allergrößte Ehrenmann dastehst? Hey Bruder, du bist anders Lost. Wo wir gerade bei Lost sind. Z-Max hat übrigens auch noch ein Video hochgeladen, wo er bei jeder Runde, in der er stirbt, ein iPhone 11 Pro kaufen muss. Klingt teuer? Ist es aber nicht, weil man kann ja auch die Videos ganz offensichtlich und nachweislich faken. Auch hier hat Dude mit Maske schon was zu dem ganzen Vorfall gesagt und ich... Ja gut, wenn Dude mit Maske dazu was gesagt hat und Alpha Kevin das auch nur geklaut hat, dann klaue ich das einfach auf. Dann sage ich einfach, jo, das habe ich von Alpha Kevin, der es von Dude mit Maske hat, der hat es sich angeguckt. Stille Post bei Meinungsbloggern, Alter. Ja, perfekt, machen wir so. Ist gekauft, Digga, die Idee. Blendet euch jetzt einfach mal einen Ausschnitt von ihm ein, damit ihr seht, wie lost Z-Max eigentlich ist. Ich zeige euch nochmal ein paar Szenen aus genau diesem Video. Schaut am besten links oben in der Ecke von der Einblendung. Ich vergrößere es euch auch noch. Wir bauen einfach... Links oben. Wisst ihr, wir bauen das Spiel einfach nochmal von hinten, von vorne auf. So, wir haben jetzt unsere 2 Joker, unsere 2 Jumpets. Noah, was geht? Alter Haudegen, alle mal Kerze an den Chat für Noah. Yo! Yo, Noah, yo, geiler Typ, Digga, ja, Mann, Digga. Yeah. Tschüss, Noah, yeah, danke, dass du da warst. Nicer Gast hier. Jetzt verbraucht unser gesamtes Blue Life auch. Das Level oder was? Und was geht's jetzt? Ich check's gerade irgendwie nicht. Ich wollte es einfach mehr als er. Hat da jemand vielleicht ein paar Spiele rausgeschnitten und später wieder aufgenommen? Ich denke auch. Und zeigt uns das nicht auch, dass er nach seinem Entschuldigungsvideo direkt weitergefaked hat? Ich glaube schon. Z-Max, du bist einfach nur lächerlich. Und wenn man sich jetzt mal deine generelle YouTube-Entwicklung anschaut, dann erkennt man war ganz... War das der neue Simplicissimus? Ist klar, dass ich einfach nur Fragen aufstelle, wie du überhaupt so viel Reichweite bekommen konntest. Weil dein Content ist weder interessant noch sonst irgendwas. Das ist einfach nur Clickbait hoch 10. Aber Z-Max hat trotzdem mehr Abos als du. Deswegen hat er recht. Ja, wohl wahr. Das Argument, das geht eigentlich immer. Und dass er gefühlt in jedem zweiten Video eine 2000-Euro-Wette abschießt, ist definitiv wahr. Da hat er auf jeden Fall komplett recht. Ja, Mann.
Okay. Also was bleibt mir denn jetzt noch eigentlich zu Simix zu sagen? Lösch dich einfach. Du stellst dich in deinem Entschuldigungsvideo richtig ehrenhaft dar und tust einen auf mega korrekt, aber zwei Videos später fakest du schon wieder die nächsten Videos, beziehungsweise bringst absoluten Müll-Content, dem niemandem etwas weiterhilft. Auf jeden Fall Glückwunsch, dass du jetzt schon auf deine eigenen Worte von früher geschissen hast und das ist halt wirklich einfach... Naja, er hat's aber... 0 Tage gehalten, ne? Also ist doch komplett in Ordnung so. Oder sehe ich hoffe einfach mal, dass dieses Video hier jetzt mehr Reichweite bekommt, weil er einfach mal selber erkennen muss, dass er einfach nur dumm und heuchlerisch unterwegs ist. Digga, du bist dumm. Du bist einfach dumm, wenn du das nicht checkst. Was er damals gesagt hat und das, was er jetzt auf seinem Kanal hochlädt. Deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr andere auf dieses Thema aufmerksam macht. Teilt gerne dieses Video oder schlagt es irgendwo vor. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Ständchen das Wändchen, euer Alpha Kevin und tschüss oder so. Ja, gutes Video kann man machen, Alpha Kevin halt, ne? Was soll man dazu sagen? Es ist Alpha Kevin.